Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hedronia. Ja, ich habe offscreen natürlich ein bisschen weitergemacht. Ne? Ich habe sogar versucht, ihr habt hier das hier alles aufzubohren, bis auf da, wo was liegt. Ne? Ja, wie ihr seht, der Bohrer ist schön und gut, ne? Aber zu 100% macht er nicht alles weg. Da müsste man noch nacharbeiten. Ich habe da schon aufgebohrt unten, wie ihr seht. Hat da schon ein Stückchen weiter gemacht. Naja, ist nicht zu 100% offen. Boah, wird noch. Weil mein Ziel. Boah, ausbohrer. Ja, eigentlich war mein Ziel, da unten weiter auszubreiten. Aber mit dem Bohrer kann man sehr viel aufmachen, wie man sieht. Ich bin auch schon ein paar Mal reingefallen. ja. Ich versuche hier mein Bestes, mit dem Bohrer klarzukommen und reinzufallen. Wie ihr seht. Ja, müssen wir das Fahrzeug wieder zurücksetzen. Ich würde gerne mit dem Bohrer alles alles wegmachen. Naja, mit den Ecken, ja, wird schwierig. Und der Glitzer da hinten, da muss irgendwas sein. Ich glaube, irgendwie so Sachen zum Sammeln. Ihr wisst ja selbst, für die Schmiede da halt. Und ja, ich schau mal, ob ich da schon reinkomme mit dem Bohrer. Ob das schon funktioniert? Nee. Oder? Komme ich schon wieder raus? Nee, so stark ist er nicht. Okay, wieder zurücksetzen. Ich werde wohl öfters zurücksetzen müssen. Na, wir werden uns erstmal nach und nach arbeiten. Erstmal werde ich hier das Gekrösel da hinten versuchen wegzuräumen. Das wird eine ganze Weile dauern. Ne? Wir versuchen mal heute in dieser Aufnahme so weit zu kommen, wie es geht. Ich will auch nicht so lange schnacken, sondern Taten vollbringen. Indem ich mal versuche, da was, also hier vorne schon mal was wegzuräumen. Mal gucken, wie weit ich komme, ne? Wir hören uns dann später wieder.
Ja, so tief bin ich gekommen. Ich habe sogar ein bisschen mehr Platz geschafft. Aber mit den Maschinen muss ich sagen, das ist eine Sache für sich. Sehr anstrengend, muss ich sagen. Man muss jedes Mal hin und her fahren, hin und her fahren, hin und her. Ich gehe erstmal eine Runde schlafen. Ja, ich könnte jetzt die Bohrer natürlich weiter verteilen da unten und aufbauen und bla. Aber im Endeffekt kriegen wir da nicht so schnell mehr Ressourcen raus, weil desto mehr man an Bohrer baut, desto schwieriger. Also man kriegt schon mehr Ressourcen raus, ja, von der Menge her. Aber es läuft langsam, nicht schnell. Die Laufbahn total langsam ist. Und desto mehr man hier unten hinbaut, ne, desto langsamer wird das. Bohrer an sich bleiben so, ne? Ich lasse das mal jetzt alles so liegen, stehen, liegen, wie das ist. Ich glaube, ich werde da jetzt nicht weitermachen. Genau im Gegenteil. Ist für mich, gut, Fortschritte sind da, ihr seht das ja. Habe ich ja geschafft, mehr Platz zu schaffen, aber die Bohrer, also der Bohrer geht automatisch immer tiefer. Man kann nichts anglätten, angleichen oder sonst irgendwas, weil das Ding da genauso tief geht. Insofern ich irgendwo ein Loch reinstürze, ihr seht das ja. Ist schwierig, das da noch wegzuklöppeln. Man kriegt es nicht hundertprozentig hin, man muss ja doch zu der Axt greifen. Ist halt schwer für mich, das hinzubekommen alles. Also mache ich jetzt hier mit diesem Bohrer einen Cliffhanger drauf und steigen mal ins Gefährt und holen uns noch einen, wie heißt das? Gedingsgedöns, wie heißt das hier nochmal? Also noch einen Bereich holen, ne? Hatte ich vor. Warte mal. Moment, ich zeige euch mal welchen Bereich. Genau neben das hier. Machen wir zum Anschluss. Für morgen. Holen wir das Ding hier. Wie nennt sich das? South Hop. Ne? South, Süd. Ich weiß nicht. Südliche Hoffnung. Das werde ich für die Maschinen auch benutzen, hier zu glätten, auf jeden Fall. Ist ganz gut, dass ich die habe, die Maschinen. Und müsste mal gucken, ob man hier auch Wasser bekommt, um zu gießen. Darf man hier von diesem Wasser aus nehmen? Ich bin mir nicht sicher. Das werden wir dann morgen in der nächsten Folge herausfinden, ob man da das Wasser nehmen darf, weil das nämlich außerhalb ist. Oder gibt es hier irgendwo einen kleinen Wasserzufluss, Brunnen oder sonst irgendwas? Nein. Hier gibt es leider nichts. Hier ist einfach nur leere Luft. Naja, ich vermute mal, wenn man das Teil hier kauft, kann man Wasser von hier hinten nehmen. Hoffe ich. Ich hoffe, wir können von da hinten Wasser nehmen. Wenn nicht, dann nehmen wir halt das andere Gebiet, wo man Wasser schöpfen kann. Ja, auf jeden Fall, ich hole erstmal Geld, ne, und dann kaufe ich das schon mal auf. Mal gucken, wo ich das Geld gelassen habe. Ich glaube, bei den Verkaufsläden. Da habe ich, glaube ich, alles gelassen. Muss ich mal hier ein bisschen rumgucken. Hier vielleicht? Nein. Und ja, Haus wollte ich auch noch zu Ende bauen. Genau. Ich glaube, das mache ich dann komplett zum Schluss. Hä?
Habe ich denn das ganze Geld hier lassen? Bin ich lost? Ich glaube, ich habe da eine Ahnung, wo ich das gelassen habe. Und zwar bei uns. Ja. Wir haben es bei uns auf der Hauptbase gelassen. Dann fahren wir da mal hin. Ganz gemütlich. Geschillt. Mein Plan war eigentlich, das komplette Ding aufzuruppen und dann eine Glätte zu erschaffen, aber funktioniert nicht so, wie man es gerne hätte, weil das einfach nur zu lange dauert. Maschine, ja, okay, mit Maschinen geht's schnell, ja, gebe ich ja zu. Aber jedes Mal das Hin- und Hergefahre, das ist schon, ich weiß nicht. Und probieren wir schon mal für morgen aus, ob wir da pumpen, also Wasser abpumpen können. Erstmal, ja, ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich noch, ja, das rennt ja nicht weg. So, wo habe ich denn das Geld gelassen? Ich hoffe hier bei den hier. Ja. Das Geld. Habe ich hier auch Geld liegen gelassen? Ja, da ist das ganze Geld. Genau. Das schmeiße ich mal zusammen. Ja, mit der Säge kann man es zertrennen. Um aufzuteilen, ja. Mit Amber Cradle haben wir angefangen. Hier habe ich nicht mit die Maschinen gespielt. Um Gottes Willen. Da habe ich es manuell gemacht. Und dann mal so eine Wasserpumpe. Den Hammer behalte ich mal. Aufs Fahrzeug, ne? Weil immer wieder von der Brücke, die ich gebaut hatte, die Steinbrücke, immer irgendwas versehentlich abbaue. Was ein bisschen, ja, lustig ist, ne? Ja, nur ein bisschen. Also für mich nicht, aber für euch vielleicht ja. Also ich mit meinem Akzent mal rumspiele, ne? Ich bin ein böser Junge. Mögt ihr vielleicht nicht, aber ab und zu mache ich mal ein paar Akzenten, die ich lustig finde. So, und jetzt noch eine Wasserpumpe kaufen. Erstmal brauche ich das Geld. Darf ich nicht vergessen, wieder rauszunehmen. Sonst haben wir Probleme. So, Wasserpumpe. Hallöchen. Genau, das hier will ich haben. Die billige Wasserpumpe. Ja, okay, hätte ich auch die andere Wasserpumpe nehmen können, ne? Mit T bezahlt werden muss. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich will erstmal wissen, ob man überhaupt Wasser bekommt. In diesem Gebiet. Nicht, dass ich das kaufe morgen und dann hinterher stehen wir da. Das wäre mir ein bisschen unangenehm, euch das zu zeigen, wie ich hier keine Wasserpumpe bauen darf. Dann kann man hier gar nichts machen an diesem Gebiet. Und einfach nur Haus bauen. Was anderes kann man da nicht machen. Und buddeln. Aber jemand hat hier nämlich auf YouTube schon mal gebaut. Dann weiß ich nicht, ob das mit Wasser war oder ohne. Aber ich glaube, der hat mit Wasser hier schon gemacht. Ja, das hier werde ich versuchen anzuglätten, auf jeden Fall. Und noch was. Für das DLC. Ihr seht das von hier aus schon. Ist das neue Content. Am 5. April wird es erscheinen. Sehr interessant. Ja, hier kann man Wasser pumpen. Ja, wie geil ist das denn? Gut. Also hier werden wir anfangen mit, ja, Tomaten, Karotten, alles. Alles, was das Herz begehrt. Und da hinten sieht man diesen Vulkan für das DLC. Und da bekommen wir dann neue Ressourcen. Neues erschaffen, verkaufen und bla, ihr wisst schon. Diamanten gibt's da als
nicht Währung, sondern dass man da Diamanten bekommen kann. Ja. Dann bereite ich noch was vor. Einen kleinen Moment. Da müssen wir erstmal zu Fuß hin. Die Maschinen zurücksetzen. Auf jeden Fall. Und dann kann ich euch auch mal, währenddessen ich da hinlaufe. Ich weiß, es ist langweilig. Ich verstehe es ja. Ist langweilig. Euch alles zu zeigen. Aber hier wäre nämlich der erste Kauf von Mrs. Possible, sag ich mal. Mrs. Possible. Hier Saatgutmühle, ne? Kochtopf, Kochmesser, Ofen und leere Suppenschüssel sowie eine Waage. Wozu die Waage? Kann ich euch sagen, um Leute das richtige Gramm am Essen zu liefern. Genau. Ja, das werden wir alles benötigen. Das sind hier anscheinend Tomaten. Die NPCs haben hier schon Tomaten angesetzt. Bla bla bla. Sehr schnicke. Sehr cool gemacht. Mrs. irgendwas. Pflanzentopf gibt es hier. Gemüsekorb. Gießkanne. Saatgutbox. Und Samen. Stapler für geschnittenes, genau. Gemüseschneideeinsatz und Sprinklereinsätze finde ich sehr gut. Weil Sprinklereinsätze klemmt an Rohre und versprüht Wasser, höherer Wasserdruck vergrößert den Radius. Deswegen mit die T3-Rohre. Und gibt es noch andere hier: Baumsamen, Kaktus, Glocken und sowas alles. Das werde ich auf jeden Fall mit euch machen wollen. Soweit wie es möglich ist. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr. Das war noch nicht alles. Denn hier gibt es auch Gewächshaus-Krams, ne? Für den Winterbiom. Wir haben ja da so ein kleines Winterbiom. Da könnten wir dann auch benutzen. Und hier landwirtschaftliches Nutzfahrzeug. Erntet das Getreide und pflanzt das Saatgut wieder ein. Besenkt, hebt die Ausrüstung und wirft Ressourcen aus. Genau, das ist sehr gut. Was ein bisschen komisch ist. Vorne nimmt er, hinten bereitet er das Feld wieder vor. Sehr witzig, aber sehr gut gemacht. Und hier kann man, glaube ich, das Lebensmittel, genau, Lebensmittel direkt verkaufen. Ich denke mal, genau hier, Tomaten. Hier kann man nur Tomaten verkaufen? Was ist das denn? Karotten darf man nicht verkaufen, oder wie? Kann ich nicht. Auf jeden Fall, hier ist der Start und ja, das kriegen wir schon alles hin. Aber ich freue mich auf diese Maschine da. Alle anderen Maschinen haben wir ja schon ausgetestet, ausprobiert, rumprobiert und so weiter und so fort. Wo bin ich jetzt hier? Ich glaube, ich bin richtig, ne? Man muss ja auch ein bisschen erklären, ne, was ich machen möchte, wie weit ich gehen möchte, was ich vorhabe. Aber das hier läuft und da werde ich erstmal gar nichts mehr machen. Ja, man kann noch tiefer gehen bis zu T3. Ja, ich weiß, aber ehrlich gesagt, reichen mir die Ressourcen so, wie sie sind. Ich brauche da nicht mehr Bohrer oder so. Man kriegt mehr als genug raus. Es dauert nur halt. Ne? So, und jetzt hole ich mal die Maschinen wieder hoch. Maschine Nummer 1. Ich sehe nichts. So. Fahrzeug zurücksetzen. Dann muss ich ein Stückchen vorfahren. Zur Seite am besten. Sonst haben wir hier Probleme mit der anderen Maschine. So. Und zack. Holen wir jetzt das nächste. Den brauchen wir auch.
Sonst kann ich das ganze Gedöns nicht wegmachen. Ich fahre das Teil schon mal hin. Das andere Maschinchen weiß ich nicht, ob ich das benutzen will. Ich glaube eher nicht. Bohrer ist ganz gut, weil, ne, der macht so gut wie fast alles weg. Aber die Maschinen sind verdammt langsam. Wenn man die benutzt, sind sie noch langsamer. Sehr, sehr lustig. Aber hey, das ist ein Spiel. Hedronie. Wir machen jetzt noch den Abschluss. Also vorletzten Auftrag heißt, sag ich mal, ne? Und den setzen wir morgen fort. Huch. Direkt vor der Maschine gesetzt. Ja, dann bedanke ich mich schon mal bis hierhin fürs Zuschauen. Fürs dabei gewesen sein. Sag ich mal, an der Stelle vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Hedronie am Wochenende mehr zu verpassen. Ab 20 Uhr immer, Samstag und Sonntag. Und ja, schau mit V, schön mit Ö. Euer Dieselchen. Tschüss.